Wie viel Metall braucht ihr eigentlich? Stimmt. Schere könnte ich auch machen. Ja, könntest du die Armbrust Barthaare hier. abschneiden. Ach, 7 Metallbahnen. Das ist ja easy. Ja, na vor allem in der Kiste vorne, die da drin ist, sind schon wieder über 100 Metall drin. Echt? Krass. Hier kommt so viel Metall raus, ich kann das gar nicht alles auf einmal tragen. Wir sind reich. Ich kann mir bald Schwerter bauen. Hier. Wo ist mein Raptor hin? Och, Mann. Das ist Tot. ein Oller. Nö, klar, tot. Nein, der ist irgendwo hängen geblieben. Jetzt, wo ich ihn brauche. Das kann dauern. Es sei denn, du möchtest mir gern helfen, denn ich schleiche, beziehungsweise stell dich mir einfach schleppend vor. Ja, wie ich mein Metall Schritt für Schritt weiter Musst du ein bisschen darauf schleppe. achten, was du trägst. Ich dachte, der Raptor ist genau hinter mir. Ja, offensichtlich nicht. Ja, hat sich gedrückt und gesagt, ich schlepp deine Scheiße nicht nochmal. Tja. Wasser. Brauche Wasser. So, weiter geht's. Das kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Jetzt kommt er angerannt. Oh. Hier, schlepp. Oh, das ist ja schon Steinboden erweitert. Ja, ein bisschen. Nietze. Bevor ich auf die Idee kam. Sag mal, Raptor, bist du irgendwie dumm oder so? Das hat er schon wieder verbrochen. Naja, ist jetzt genau in die falsche Richtung gelaufen. Keine Ahnung. Ich habe einen sehr dummen Raptor, habe ich das Gefühl. Fischi! Fischi! Der Fisch erstmal in der Luft, musste ich ihn runterholen. So. Na, ich hab das jetzt. Komm, put, 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 put. Komm, kleiner Raptor, komm. Ja, genau, wie ist der Weg? Ja. Sehr schön. Schaffst du es? Ja? Hallo Sarko. Au. Ich will dich nicht töten. Nein, lass mich in Ich Ruhe. klotze dich jetzt etwa an. Ja. Aber will ich ihn gar nicht töten. Das ist blöd. Okay. Zum Glück sind die Viecher langsam an Land. Ja, wir wollten ihn doch eh zähmen eigentlich. Ja, dafür brauchen wir Betäubungspfeile. Oder wir knüppeln beide auf ihn drauf. Also ich habe meinen Knüppel gerade rausgeholt. Ja, dann knüppeln wir auf ihn los. Ich weiß zwar nicht, wo du bist. Ich bin bei den Pilzbäumen beim Hügel hier. Da läuft der Sarko gerade rum. Ich weiß nicht, kann man den So. Bola? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Probier es aus. Hey, Sarko. Och, Mann. Ich hab keine Krise. Nein, kann man nicht. Nein? Warte, ich muss irgendwie noch Sachen loswerden. Ich weiß gar nicht, warum ich so schwer bin die ganze Ich Zeit. habe meinen Knüppel gerade parat. Wir können loslegen. Ah, ja, no, 10 Stunden später. Frau immer noch nicht fertig. Ja. Den Knüppel habe ich auch parat. Den habe ich auch rausgeholt. So, komm. Geronimo! Was? Ach, du hast den Dodo getötet. Oh, warte, ich sehe, glaube ich, den Sarko. Oder ist das noch einer? Das ist wahrscheinlich. Dann ist hier noch. Ah, nee, doch, da. Da bist du ja. Ja, Warte, dann ich komm. muss. Ach so.
Ich sollte vielleicht den Raptor stehen lassen. Ja, ich habe zwar keine Klamotten an, also keine Resistenz, aber das wird schon. Einer wird sterben, wir haben kein Bett, scheiß drauf. Kann ich einen Schlafsack bauen? Wie viel brauche ich für einen Schlafsack? 25 Liter, aber ich baue einfach einen Schlafsack. Ja. Dann passt das schon. Oder gleich direkt ein Bett, wenn ich genug zusammenkriege. So, ich stelle mal kurz auf Passiv. Wo bist du hin? Kann ich ein Bett bauen? Nee. Stroh fehlt mir noch. Ich habe hier 29 Stück. Ja, ich laufe gerade auf den Baum zu. Passt schon. Ich bin schneller! Tja, hättest du mal gewartet. Ich kann nicht warten. Ich weiß nicht, was du noch so vorhast. Vielleicht willst du ja noch, keine Ahnung, deine Sachen angucken. Meine Sachen angucken? Ich weiß nicht, was du halt immer so machst. Wenn es gerade wichtig ist. Naja. Was pfeifst du da eigentlich rum? Ich habe den Raptor von der Wiese weggeholt. Dachte mir, wenn er schon auf Passiv steht, dann sollte er vielleicht da nicht offen rumstehen. Na so. So ein Bettchen steht, wir können sterben. Auf geht's. Juhu. So, ich habe erstmal meine Gesundheit hochgestellt. Ich muss was trinken, ich muss was trinken. Boah, aber mit mir meckern, ne? Ja, ich muss was trinken, was soll ich machen? Wenn mir die Ausdauer flöten geht, ist es auch ein bisschen kacke mit dem Kampf. Ja. Ey, Hunger habe ich auch noch. Ja, Hunger habe ich auch. So. Abmarsch. Yay. So, Knüppel aus dem Sack. Und auf den Sarko. Zack, zack. Na, jetzt auch Erdbeben, ne? Perfektes Timing. Wo ist er überhaupt? Ja, Wayne. Kannst du ihn irgendwie anschießen oder so? Den Sarko? Ja. Mit Pfeil und Bogen könnte ich ihn anschießen, ja. Wieso? Ja. Keine Ahnung, weil er dann wenigstens hier bei uns ist. Und wenn ich Gefahr laufen, irgendwo im Busch auf einen Ravenger zu... Ich weiß ja nicht mal, wo er ist. Da. Da. Da, beim Stein. Ah, okay. Läuft der jetzt weg? Nö, der ist noch nicht so schnell beim Umdrehen. Er versucht umzudrehen, aber er läuft gegen Steine. Na los, komm, lass draufhauen. Oder? Ja. Also immer schön hinten an ihm dranbleiben. Er kann dich aber auch packen. Also. Kann auch uncool sein. Ja, danke! Ich glaube, der läuft weg. Ja, hab ich auch ein gutes Gefühl. Ich treffe ihn nicht mal. Hallo? Nein, geh weg. Wieso treffe ich ihn nicht? Doch, ich treffe ihn. Ein bisschen. Er steckt fest. Fall um! Treffe ich überhaupt irgendwas? Ja, treffe ich ein bisschen. Wieso läuft er überhaupt weg? Ist er doof? Ja, vielleicht sieht er es nicht ein, gegen zwei auf einmal zu kämpfen. Oh, okay, mein Knüppel ist kaputt gegangen. Ich muss kurz reparieren. Mach das. Juhu. Immer auf den Kopf! Auf den Kopf! Was macht denn der? Ich hab keine Ahnung, was er tut. Bleib doch einfach stehen. Das ist doch sinnlos, hier im Kreis zu laufen. Ich glaube tatsächlich, er versucht uns die ganze Zeit zu beißen und sich umzudrehen. Und durch die Steine hat er irgendwie scheinbar keine Chance. Der Ärmste, ey. Ein bisschen tut er mir ja schon leid, ne? Flüchtet. Ich glaube, du weißt doch einfach gar nicht, wen er zuerst beißen soll. Er will ins Wasser flüchten. Du, das kann auch sein. Das kann doch nicht sein. Der muss doch schon längst umgefallen sein. Vor allem der ist Level 5. Krass. Mit Betäubungsfeilen ging das alles ein bisschen fixer. Ich steck fest, ja! Gib ihm! Gib ihm! Was? Oh, ich
Ich bin nur verschöpft. Das ist doch scheiße. Wir müssen den Weg abschneiden. Nein, nicht ins Wasser. Ja, wenn er im Wasser ist, haben wir eine Arschkarte, ne? Mann, nur ich bin erschöpft. Ich komme nicht hinterher. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Nein. Ach, fuck. Naja, Alter. Nein. Ach, du bist schon wieder geworden. Er ist weg. Im Wasser ist er viel zu schnell. Ich kann meinen Knüppel leider nicht reparieren. Warum läuft der überhaupt weg? Der greift uns doch sonst immer an. Keine Ahnung, wir brauchen Betäubungspfeile, ey, ganz ehrlich. Ich mache jetzt fix. Weil so 6 Betäubungspfeile reichen aus, weißt du? Wir knüppeln dann eine Stunde lang drauf rum. Schade. Ich sammle vergammeltes Fleisch jetzt erstmal ein. Ja, ich habe auch noch welches. Ich verhunger gerade. Aber ich glaube, es muss nur noch Fleisch im Lagerfeuer sein. Hui. So, dann brauche ich auf jeden Fall einen Mörser. Ja, 5 Steine, das kriege ich schnell hin. Ja, das ist ja easy. Ich würde sagen, jetzt wissen wir aber auf jeden Fall, wie wir diesen Sarko loswerden. Zu zweit auf ihn zustimmen, damit er Panik bekommt und abhaut. Ja. Hä? WTF? Oh, 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 oh! Jetzt! Na toll, jetzt. Wir wollten ihn doch zähmen! Jetzt ist er tot. Was, wer hat ihn angegriffen? Der ist tot? Er ist auf dich zugelaufen gekommen, er wollte Rache. Ja, ich hab das schon gemerkt. Dachte sich, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Und warum greift ihn jetzt keiner an? Er ist doch tot. Achso, okay. Das ist unser Sarko, der hier steht. Achso. Ich wollte gerade auf ihn einprügeln. Toll. Haben Sie ihn schon aufgegessen? Ja. Ihr seid feine Tiere. Weißt du, das war so klar, weißt du, so richtig typisch Krokodil, ey. Puh. Ach Mann, den wollte ich zähmen. Ja, der kommt doch wieder. Der ist tot. Ja, da kommt halt ein anderer. Ich glaube, du hast die Mechanik vom Sterben nicht verstanden. Nee, dann kommt halt ein anderer. So. Ach. Manno. Machen wir trotzdem Betäubungsfall und dann hole ich da hinten die, die Raptoren. Dann machen wir uns eine Raptor-Armee. Aber hier 6 Stück um die Ecke gesehen. Echt? Ja. So, ich stehe erstmal alle wieder hier hin ordentlich. Hihi. Außer meiner, der muss mir folgen. Der coolste von allen. Oh, ich wollte nicht pfeifen. Ich habe sie gerade geordnet. Hör auf damit. Ist irgendjemand jetzt auf mich zugelaufen gekommen? Ich glaube nicht, ne? Nee, nee. Ich habe sie zum Glück weit genug weg, hingestellt. Ach so, warte mal. Also erstens, jetzt wissen, warum mein Knüppel nicht repariert werden kann. Gut. So, was kann ich denn Neues bauen so? Also, was habe ich alles verpasst? Sichel kann man immer machen, ja. Katapultgeschütz, große Bärenfalle, Lanze, Toilette. Ich kann eine Toilette machen. Klo, cool. Toiletten sind immer gut. So. Lass uns kleine Raptor.
Da sind die Raptoren. Sind noch zu früh für euch. Ich hab kein Essen mehr. Wie? Kein Essen mehr? Ich muss zurückkommen und Essen machen. So, jetzt habe ich erstmal das Wichtigste gemacht, habe erstmal das ganze Metall abgefarmt, damit es neu respawnen kann. Insgesamt haben wir jetzt 158 Metallerz. Oha. Hm. Was wollte ich machen? Fleisch. Oh, du hast ja noch gar kein Metall draus gemacht. Was habe ich? Du hast das Metall ja noch gar nicht draus gemacht, sag ich. Nee, ich habe das jetzt alles hier vorne erstmal in die Truhe gelegt, weil ich zu faul zum Laufen und Schleppen bin. Ich würde mir gerne ein Schwert machen. Damit ich schneller an Leder komme. Mach doch. Ja, deswegen schleppe ich gerade das Eisen hin. Ich mach schon die Arbeit. Keine Sorge, chill du ruhig mal. Ach so, ja, chillen ist gut. Hallo, ich hack Holz. Das würde ich jetzt nicht als chillen bezeichnen. Ich wollte gerade sagen, ist das dein Raptor, der da rumsteht? Aber du bist da hinten wahrscheinlich. Hm. Ja. Holzfarm und so. Ja, ich bastel mir gleich ein schönes Schwert. Hol mir Leder und dann kann ich auch endlich mal einen Raptor reiten. Ich will in dieser Staffel noch mal einen Raptor reiten. Ja, na gut, beim nächsten Mal sollte das ja klappen. Maus? Achso, Akku leer. Was ist Akku leer? Ich gerade sagen, warum funktioniert meine Maus nicht? Und der Akku war dann leer. Oh, das ist ein blauer Strahl da hinten. Wo? Oh. Achso, da hinten. Ja, dann lauf doch hin. Mhm. Der wird wahrscheinlich unten sein, oder? Ja, der ist unten. Und da unten willst du nicht sein. Ne, glaube ich auch, ne? Schnief. Na, ach so, der ist nicht mal unten, der ist auf diesem komischen Felsen da oben drauf. Das ist ein Scheiß. Da kommen wir ja nicht hin. Das ist ein Kack. Wie soll man denn da als Normalsterblicher hinkommen? Tja. Springen vielleicht von da oben. Hm, das ist ja blöd. Schade. Na gut. So. Aber langsam ist eh wieder Zeit. Ja. Ja, wir haben das Tagesziel erstmal erreicht, wir sind hierher gekommen. Wir haben schon mal ein Bett aufgebaut, sodass, wenn wir sterben, wir hier jederzeit zurückkommen. Ja? Ja, wir haben uns den Platz gesichert, wir haben ihn verteidigt, wir haben Metall gefarmt. Also ich würde sagen, wir haben tatsächlich einen ziemlich guten Start hier auf unserer, an unserer neuen Heimat hingelegt. Ja, und unser Haus ist eigentlich schon auch in dem Stand, wo es drüben ist, ne? Ja, na, es hat kein Dach über dem Kopf. Aber irgendwie. Nein, ich meine das Neue, was wir sowieso schon angefangen hatten zu bauen. Das war ja ähnlich weit. Ja, stimmt. Da merkt man halt, dass uns wirklich die Ressourcen komplett ausgegangen sind.
Ja. Na gut, aber wobei das mit den Ressourcen ging ja, nachdem wir das dann schneller eingestellt haben. Na, trotzdem war das immer noch zu wenig, fand ich. Also Ja, das stimmt. viel zu wenig Bäume waren da an der Ecke. Ne, viel zu wenig Bäume und vor allem viel zu wenig Metall. Ach ja, so kann ich nicht. Warum? Weil mir Steine fehlen wollen. Ja. Und ich würde sagen, Oh, das war's wirklich dann. schon? Jetzt? Ja. Ach so. Ich dachte gleich. Oh Gott, ich beeil mich. Naja, nö. Also ich meine, es sei denn, du willst jetzt unbedingt noch so eine Aktion zu Ende machen, aber. Nö, ich komme jetzt zurückgelaufen. Ja. Wie Ich komme cool. jetzt auch zurückgeschlichen und schleppe meine Beute. Diesen blauer Deodikus. Der ist cool. Was auch immer das ist. Ja, das ist dieser eingeigelte, Ach so. der sich so einrollen kann. Der ist blau. Ja, ist gut. So, Raptor, komm mal her, hier. Schlepp mal was für mich. Ja, nächste Folge kann ich übrigens bestimmt Raptor reiten. Yay! Ja, beim nächsten Mal ist es tatsächlich dann aber auch schon der letzte Stream für diese Staffel. Ganz genau. Das ging auf jeden Fall schnell. Und hallo und herzlich willkommen. Nein, die Kamera ist nicht kaputt. Ab und zu lasse ich sie einfach mal aus. Also vor allem Ark habe ich eigentlich jetzt immer ohne Cam gemacht. Genauso wie Guild Wars 2. So, ach so, warte mal. Krypto. So, ich bin zu Hause. Yay. Also ich bin hier hinten an der Kiste. Kann ich winken? Hallo, Zero. Ach, für die Schere braucht man Obsidian. Zum Glück haben wir das. Ja, na zu Genüge. Ich will die Schere bauen. Ich will mir noch eine Frisur machen, bevor wir aufhören. Ja, mach das. Unser Sarko hat das Zeug, naja. Ich erinnere mich. So, jetzt bin ich auf jeden Fall hoffnungslos überladen. Boom. Oh, das Obsidian ist schwer. Scheiße. Ja, allerdings. Das Metall auch, deswegen habe ich es hinter einer Kiste gelassen. Ich will die Schere. Da kommt ein Zero angelaufen, angerannt in. Hier, warte, wie heißt das? Ah! Slow Motion? Ja, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. In Slow Motion. Das sieht sehr So, lustig aus. Schere. Wir gucken ihm zu. Gucken, was er sich für eine Frisur machen lässt. Oder ob er sich einfach nur rasiert. Oh ich oh. kann dir die Haare, glaube ich, schneiden. Hallo, du sollst mich hier erschrecken mit dem Ding. So, mal gucken, was haben wir denn da? Färbung entfernen, Haarlänge. Kannst du schon sehen, was ich mache? Nein. Du willst wahrscheinlich Ich sehe lange dich Haare nur. haben, ne? Ja, ich will lange Haare haben. Ich könnte dir Zöpfe machen. Wie? Also so Kannst du mir lange Haare Rasterlocken. machen? Das ist irgendwie ein bisschen weird, dass du mir mit einer Schere lange Haare machen kannst. Man So. muss die Frisur irgendwie freischalten. Okay, vielleicht mit einer Haarlänge. Ja. Na gut, dann lasse ich deine Haare erstmal so. Ich kann sie ein bisschen kürzer machen für dich. Nein. Okay, dann lasse ich sie so. Mach Okay. deine eigenen Haare kürzer. Es sei denn, ich muss das für Warte, dich was kann machen. ich noch machen? Hallo? Seht ihr ihn, wie er auf mich einsticht? Schweinerei. Bart. Ich will dir einen Bart machen, aber es geht anscheinend nicht. Besser ist. Zero ist gemein. Nein! Er hat meine Haare abgeschnitten. Nein, hä? Wo ist das denn? Hey, warte. Okay, nee, hat er doch nicht. Da sind Haare rumgeflogen, das habe ich genau gesehen.
Was tut ihr mit mir? Ach man, das geht nicht. Also ich finde meine Haare momentan eigentlich ganz in Ordnung. Okay, lass mir es so. Mach deine eigenen Haare. Falls es geht. Ansonsten mache ich den Frisur. Geht. Ja. Vor allem ist es voll gemein, dass man anderen einfach eine Frisur machen kann. Stell mal vor, einer schläft, schneidest du mir einfach die Haare ab. Schnipp, schnapp. Wie geil das wäre. Ach du Scheiße. Wie sehe ich aus? Wie so ein Gremlin. Ich will mich sehen. Warte, ich setze mich auf den Dino. Holy. Das sieht kacke aus. Also mir hat der Robinson Crusoe ehrlich gesagt besser gefallen. Nicht? Ich check nicht, warum sind meine Haare weg? Vielleicht hast du sie dir abgeschnitten? Nee. Na gut, es wächst nach, es wächst nach. Und dann habe ich meine tolle Frisur. Ich hoffe, bei dir wächst auch alles nach. Meine Haare sind noch dran. Ich weiß nicht, was du willst, aber meine Haare sind noch dran. Ja, ja, es war alles in Ordnung. Mach dir einfach keine Sorgen. Alles wird in Ordnung sein. Ich habe Angst. Geh weg! Geh weg! Na gut, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Nichts? Ich meine, das sieht doch alles noch normal aus. Ja? Also zumindest auf meinem Charaktermenü. Und das sieht auch alles normal aus. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert ansonsten. Ist halt so. Na gut. Na dann, liebe Leute, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.